Herzlich willkommen bei Folge 722 von Elder Scrolls Online. Jadzia ist immer noch in Orsinium unterwegs. Und zwar ist sie in der Felsfeste. Ich fange mal mit der Questbeschreibung an. In Gedenken des Vorbells habe ich erfahren, dass die Wosch Rak, Häuptling Basrak und Hohepriesterin Solgra etwas antun wollen, ehe sie die Häuptlinge bei der von König einberufenen Volksversammlung in Orsinium angreifen. Ich muss einen Weg finden, sie aufzuhalten. Algar hat mich angegriffen, aber eine von Kurdoks Schildweibern kam mir zur Rettung. Ich sollte mit ihr sprechen und herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, also, es begann eigentlich alles in der letzten Folge damit, dass uns die Wirtin vom Wirtshaus zum Gierwanz angesprochen hat und gesagt, Soldaten hätten ihre Taverne gestürmt und hätten das Geheimversteck der Rebellen, wenn man das so nennen kann, gefunden. Und Jadzia hatte dann die Aufgabe, einen Schlüssel aufzutreiben, den sie dann auch auftreiben konnte. Ist in das Wirtshaus eingedrungen, hat dort einen sterbenden Zeugen vernommen, der dann kurz danach verstarb, und ist dann der Spur weiterverfolgt. Schließlich ging sie zum Palast des Königs, hat dort mit König Kurok, glaube ich, gesprochen. War das Kurok? Ach, ich verwechselte immer. Das war nicht Kurok. Doch, das war Kurok. Glaube ich. Ich verwechsel immer Basrak und Kurok. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Auf jeden Fall hat der sie dann in einen Raum geschickt, wo wo Algar gestanden ist. Seine Mutter. Und die hat dann einen Zauber auf Jadzia gewirkt, der sie dazu gezwungen hat, sich selber zu töten. Aber Schildweib Ratsbela hat es irgendwie geschafft, sie zu retten. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Als Schildweib von König Kurok lernt man eine Menge übers Heilen. Anscheinend versagt mein Können auch bei Fremden nicht. Aber wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Ja, gute Frage. Was ist geschehen? Ich nehme an, jetzt kriegen wir nochmal eine Zusammenfassung. Vielleicht ein bisschen besser, als ich das eben hingekriegt habe. Ich gebe zu, ich habe euch nie vertraut. Doch ihr habt unserem Volk geholfen. Ihr habt Besseres verdient, als ein Opfer der Schmiedemutter zu werden. Ich habe euch hier nach hinten geschleift, bevor die Woschra kamen, und euch geheilt, so gut ich nur konnte. Jetzt verschwindet von hier, bevor euch die Soldaten finden. Ich kann nicht einfach verschwinden, nicht solange es noch Dinge gibt, die getan werden müssen. Mein Geliebter tut, was er tun muss, um unser Volk zu einen. Ihr wisst, dass das wahr ist. Ihr habt es gesehen. Die Clanshäuptlinge weigern sich, ihm zuzuhören. Wenn Kurok scheitert, werden die Orks nie mehr als die misshandelten und elenden Kreaturen sein, für die uns die anderen Völker halten. Ja, es muss einen anderen Weg geben. Die Häuptlinge sind schon auf dem Weg zur Volksversammlung und die Woschrak bewachen die Feste. Wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt gehen. Ich will nicht gegen euch kämpfen, aber falls ihr euch entscheidet, dem König nachzusetzen... Nun, ich habe geschworen, meinen Geliebten zu beschützen. Ich werde nicht ohne Häuptling Basrak und Evelie gehen. Ich habe mir schon gedacht, dass ihr das sagen würdet. Nehmt das hier. Es wird die Zellen des Kerkers unter der Feste öffnen. Bringt einfach eure Freunde weit weg von diesem Ort und lasst meinen Geliebten seine Mission zum Aufschwung unseres Volkes zu Ende bringen. Also irgendwas ist hier faul, wenn dieser Algar, diese Schmiedemutter Algar, das unbedingt will. Und wir haben ja gesehen, sie ist, was für eine Verräterin sie ist. Sie hat ja schließlich Jadzia dazu gebracht, sich selber zu töten mit diesem Zauber. Dann müssen wir Algas Pläne durchkreuzen. Ich kann das so nicht durchgehen lassen. Bevor ich gehe, möchte ich euch etwas fragen. Mein Geliebter glaubt, dass dies der einzige Weg ist, seinen Traum wahr werden zu lassen. Als sein Schildweib unterstütze ich ihn, so wie ich es immer getan habe. War das die ganze Zeit schon Kuroks Plan? Nein. Er hatte gehofft, dass die Häuptlinge anfangen würden, an seine Vision zu glauben. Dass sie die Zukunft so sehen würden, wie er es tut. Er wollte nie, dass es so weit kommt. Doch ein König muss immer das tun, was für sein Volk am besten ist. Ja, das ist es ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass das für das Volk das Beste ist, sondern für König Algar oder diejenigen, die Schmiedemutter Algar oder diejenigen, die Schwiegermutter Algar kontrollieren.
Ja, für die ist das wohl das Beste, wenn Kurok König wird. Wenn's eine Gelegenheit in dieser Quest gibt, werde ich das wohl verhindern müssen. Wird die Ermordung der Häuptlinge die Glanzte nicht gegen Kurok wenden? Warum sollte dem so sein? Sie werden einen König sehen, der gegen die fanatischen Vorschrak gekämpft und verzweifelt versucht hat, die Häuptlinge gegen eine große Übermacht zu verteidigen. Wenn sich der Staub legt, werden sie ihn lieben und vereint unter seinem Banner stehen, damit die ganze Welt es sehen kann. Das klingt mir nach einer blöden Idee. Warum hassen Alga und Kurok Basrak so sehr? Mein Geliebter hasst Basrak nicht. Sie waren einst Freunde, fast wie Brüder. Wenn überhaupt, dann ist er vom Häuptling enttäuscht. Aber Basrak fordert den König heraus. Er muss vom Schlachtfeld entfernt werden, bevor er die Chance hat, unsere Pläne zu durchkreuzen. Deshalb habt ihr Basrak die Schuld für den Angriff auf den Tempel zugeschoben? Es hat geklappt, nicht wahr? Die Häuptlinge sind für die Volksversammlung zusammengekommen und alles verläuft wie geplant. Solange ihr Basrak mitnehmt, wenn ihr geht, gibt es keinen Grund für weiteres Blutvergießen. Er hat seinen Zweck erfüllt, genau wie ihr. Also die ist ja von dem, was sie tut, sehr überzeugt. Die ist ganz bestimmt nicht böse, sonst hätte sie uns ja sterben lassen, ne? Aber warum macht ihr bei all dem überhaupt mit? Kurok ist mein Geliebter und ich habe geschworen, ihn zu unterstützen und zu beschützen. Außerdem glaube ich an den Traum des Königs. Ich glaube an eine geeinte Nation der Orsima. Das ist der beste Weg, um unseren Platz als Gleichgestellte unter den anderen Völkern einnehmen zu können. Ja, das mag ja sein, das sehe ich ja sogar ein bis zu einem gewissen Punkt, aber selbst wenn das bedeutete, Unschuldige zu töten? Oh, die Clanshäuptlinge sind alles andere als unschuldig. Und ihr Tod wird einem höheren Ziel dienen. Sie stellen ein würdiges Opfer dar. Und jetzt nehmt eure Freunde und geht, das ist nicht mehr euer Belang. Lasst meinen Geliebten zu Ende bringen, was er angefangen hat. Bitte. Sie ist an diesen lächerlichen Schwur gebunden, selbst wenn das, was sie tut, völlig hirnbrandig ist, oder? Ja. Also, irgendwo ist mal ein Punkt erreicht, wo man auch mal erkennen muss, dass ein Schwur zu nichts Guten führt, wenn man ihn. Was? Hä? Moment. Hasta la vista, Baby. Ich glaube, ich bin falsch gegangen, oder? Aber ich muss doch irgendwie raus. Nö, das ist schon der richtige Weg. Besseren sehe ich nicht. Aber gut, mal schauen, was sie so haben. Das ist nichts Besonderes. Brauche nicht mitnehmen. Nur mal so, zwecks der Neugierde, was man so hier. Elektrumring. Auch nichts, was ich. Oh ja, komm, nimm was mit. Dass ich ein bisschen Beute gemacht habe. Wenigstens 100 Öcken wert. Du weißt auch nicht, was sonst für dich ist, oder? Schaden von dem Skill, den ich in der letzten Folge vorgelesen habe, das ist ein Zusatzschaden und ein Effekt, den ich gerne mitnehme. Warum soll ich darauf verzichten? Die Gegner werden verlangsamt, werden beeinträchtigt, vergiftet. Passt doch. Nett. Rettet Häuptling Basrak und Evili. So, die Vorschrak, die spielen sich jetzt hier also schon als Palastwachen auf. Interessant. Die Spinnen haben gute Arbeit geleistet, wie man sieht, ne? Die hatten dann ordentlich runtergezogen und wurde verlangsamt, konnte mir nicht so leicht den Rücken fallen. Gefällt mir. Was ist denn hier? Sollte hier, warte mal, tiefer hieß es, oder? Tiefer.
Also irgendwo unter uns. Wie soll ich das bewerkstelligen? Scherzkekse. Wir müssen wirklich aufhören, uns so zu treffen. Vielleicht lasst ihr euch das nächste Mal von mir retten. Was sagt ihr dazu? Ich frage mich, was in Malakats Namen Kurok vorhat. Das ist sogar für seine Verhältnisse ziemlich dreist. Ja, wir haben ihn ja schon mal aus einer Gefängniszelle geholt. So, also aus einem Kerkerloch eigentlich. Ne? War nicht so ein komfortables Gefängnis wie das hier. Kurok arbeitet mit den Woschrak zusammen. Ihr nehmt mich besser nicht auf die Hauer, Fremde. Ich kenne Kurok schon sehr lange. Bei gewissen Dingen mögen wir geteilter Meinung sein. Aber ihm lag das Wohl unseres Volkes immer am Herzen. Das ergibt keinen Sinn. Er benutzt die Volksversammlung als eine Falle. Er werde alle Häuptlinge ausschalten, die sich ihm widersetzen. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gebt mir den Schlüssel und geht zum Thronsaal. Es gibt dort einen Gang, der euch direkt zur Volksversammlung führen wird. Ich werde Eveli in Sicherheit bringen und ein wenig zusätzliche Hilfe auftreiben. Zusätzliche Hilfe? Es gibt immer noch einige Leute hier in der Stadt, auf die ich zählen kann. Tut jetzt, was auch immer nötig ist, um die Volksversammlung zu erreichen. Falls ihr auf Probleme stoßt, dann sucht mich draußen vor der Feste auf und wir überlegen uns gemeinsam etwas. Gut, ich würde jetzt die Tür öffnen. Macht er das selber jetzt oder was? Oder wie? Ich muss die Volksversammlung erreichen, bevor Kurok und Alka die Häuptlinge beseitigen. Im Thronsaal gibt es einen Weg dorthin. Ich muss nur an den Soldaten der Woschrak vorbei, damit ich ihn benutzen kann. Peanuts. Ja, und, hallo, Eveli? Ich sorge dafür, dass Häuptling Basrak hier unversehrt herauskommt. Keine Sorge, ihr könnt euch auf mich verlassen. Aber ich kann nicht glauben, was ihr über den König gesagt habt. Das sind mal ein paar faule Eicheln. So viel steht fest. Also, sieht so aus, als kommen die zurecht. Ich habe sowieso keine Optionen. Ich dachte eigentlich, ich schließe jetzt da auf, oder... Du das Schloss knacken oder irgendwas in der Art? Dietrich, ja, hab ich ja. Aber gut, nächstes Ziel. Da lang. Oh, das stimmt doch jetzt nicht, oder? Plus 17 weitere Questziele, juhu. Führt mich der Merker jetzt schon wieder in die Irre. Naja, lassen wir uns überraschen. Natürlich, finde deinen Weg in den Thronsaal. Also wieder zurück. Ich hab's geahnt. Das Ding verarscht mich. Ich hab aber vorhin auf die Karte geguckt. Da war kein weiterer Marker zu sehen. Muss ich mich wieder auf meine Intuition verlassen? Also die Orsinium-Questmarker, die sind zum Schreien. Schau mal, ob da unten noch ein Geheimgang ist, über den wir auch in den Thronsaal kommen. Hier irgendwo. Der Brunnen ist zu. Ich dachte nämlich für einen Moment, das wäre die Lösung. Dann versuch's. Ich nehme an, der direkte Weg geht nicht, oder? Probieren wir's. Vielleicht muss ich mich einfach nur durch die Wachen durchkämpfen. In den Thronsaal. Der Thronsaal ist da oben und nicht da, wo der Questmarker hin zeigt. Grutzimuckel. Ah, siehe da. Sobald ich in der Etage da oben bin, habe ich einen Questmarker. Du wirst doch zum Hirsch. Ich wünschte, ihr hättet auf mich gehört. Aber ich erwartete, dass ihr kommen würdet. Mein Geliebter sagt, die Volksversammlung ist nur für Teilnehmer. Tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Doch ihr lasst uns keine Wahl. Ihr habt eine Wahl, aber ihr nutzt sie ja nicht. Ihr seid an diesen lächerlichen Schwur gebunden. Wer liegt denn da tot? Das
war wahrscheinlich ein anderer Spieler, der kurz vor mir her. Muss das jetzt wirklich so enden? Das ist doch. Hallo, das ist doch jetzt echt nicht notwendig. Gibt's da wirklich keine andere Option? Eigentlich will ich das nicht, aber. Ja, gut. Wenn ihr. Wenn es nicht anders geht. Heilung bisschen. Ich wünschte, es wäre jetzt anders zu lösen gewesen. Gerade die hat mir ja das Leben gerettet. Das ist jetzt irgendwie nicht richtig. Gefällt mir nicht. Hier ist Königsbefehle. Geliebte Schildweiber, verschließt die Wege zur Volksversammlung. Wir werden in Kürze anfangen und ich möchte nicht, dass wir gestört werden. Sobald ich das Tor vom Thronsaal entriegele, brauche ich euch, meine geliebten und treu ergebenen Schildweiber. Ihr müsst Wache stehen und euch um jeden kümmern, der es wagt, mich herauszufordern. Seid besonders auf der Hut vor diesem abtrünnigen Element, das uns verraten hat. Ich nehme an, damit bin ich gemeint, oder? Kümmert euch darum und geht dann zu den Soldaten, die ich bereits ausgesandt habe, damit sie sich um Hohepriesterin Solgara kümmern und den einzigen verbliebenen Zugang zur Volksversammlung verschließen. Sobald sie als Anführerin des Woschrak enttarnt ist, muss es schnell gehen. Bald schon werden die Orsimer unter einem gemeinsamen Banner stehen, dem Banner von König Kurok und der Nation der Orsimer. Dann werden wir den anderen Nationen nicht nur ebenbürtig, wir werden ihnen überlegen. Vergesst nie diesen Tag, meine Geliebten, denn heute werden wir Geschichte schreiben. Euer König, ob das wirklich vom König ist? Irgendwie kommt mir das komisch, also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Hier ist doch was faul, ist das wieder Algra gewesen, die Schmiedeweib, die intrigante Person da. Oh, alle Wege zur Volksversammlung sind versperrt, außer der durch den Tempel. Ich muss Häuptling Basrak finden und ihn informieren. Na gut. Gibt's hier noch einen alternativen Weg raus? Irgendwie nicht, ne? Wo geht's denn da hin? Nirgendwo hin. Ist nur Deko die Tür. Ja, ich hätte jetzt geschaut, ob ich durchs Fenster auch abhauen kann, aber ist wohl nicht vorgesehen. Und ihr seid immer noch Agro, oder? Es. Es konnte nicht anders enden. Um den Dremora zu zitieren, den man in Skyrim beschwören kann. Das muss nicht sein, dass ich die kill. Wenn es eine andere Lösung gibt, verkrümel ich mich anders. Aha, okay. Ach, meinetwegen. Entzündet es! Bams. Ihr hättet ja wegschauen können. Ihr hattet eure Chance. So, ich denke, es wäre eine gute Idee, hier einen sauberen Cut zu machen, bevor ich da reingehe und in 5 Minuten mittendrin schneide. Wo ist denn da der Eingang? Ah, da oben. Oder gibt es da noch jemanden, mit dem man reden kann? Gut, das Gespräch führen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier tatsächlich einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Jetzt sprechen wir mal mit ihm. Ich hatte da so ein Gefühl, dass ich euch hier finde. Kurok hat den Weg zur Volksversammlung abgeriegelt, oder? Verdammt, die meisten meiner Kontakte sind untergetaucht.
Und seit ich euch vom Boden der Feste abgekratzt habe, sind wir noch keinen Schritt näher an einer Rettung der Häuptlinge. Ich habe diese Notiz im Thronsaal gefunden. Zeigt mir das mal her. Man kommt durch den Tempel zur Volksversammlung? Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Gang gibt. Doch dann schickten sie Solgra Soldaten hinterher. Das ist schlecht. Wir brauchen einen neuen Plan, und zwar sofort. Irgendwelche Vorschläge? Ihr müsst weiter zum Tempel und nach der Hohepriesterin schauen. Eveli und ich haben noch einen anderen Ort, an dem wir nach Hilfe suchen können. Wenn wir Erfolg haben, wird der Weg zur Volksversammlung vielleicht etwas weniger kompliziert. Das ist doch dieselbe Stimme wie in Fallout 4, die Stimme von Nick Valentine, oder? Na egal. Seid aber auf der Hut, die Soldaten und Wachen suchen immer noch nach euch beiden. Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich zähle darauf, dass der Beginn der Volksversammlung sie ablenken wird. Aber wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Solgra muss am Leben bleiben, um ihre Version der Geschichte zu erzählen. Danach können wir zur Volksversammlung vordringen und die Häuptlinge retten. Dann werde ich versuchen, mich zu sputen. Ihr habt bereits mehr für mich und mein Volk getan, als ich je hätte erwarten können. Ich weiß das zu schätzen. Es beweist, dass ihr Ehre habt. Nun geht zum Tempel und vergewissert euch, dass es der Hohepriesterin gut geht. Wir brauchen sie lebendig. Ach so, das ist schon vorbei, ne? Das wäre nicht gewusst. Der Tempel wird binnen 3 Monde 2-mal von waffenschwingenden Fanatikern belagert. Das ist doch verrückt. Kurok hat diese Lawine ausgelöst. Jetzt müssen wir versuchen, sie irgendwie aufzuhalten. Ja, gut, dann... Die Zeit ist nicht auf unserer Seite, meine Freundin. Schon recht gut, dann ist natürlich Krampf, wenn ich da jetzt eine neue Folge rausmache. Das schneide ich an die letzte Aufnahme ran. Waren ja noch 10 Minuten Zeit vorgesehen. Kriegen wir hin. Gut. Schließt 27 Quests in Rodgar ab. Okay. Dann sage ich an der Stelle mal... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, der König ist...